Hallo und willkommen zusammen. Heute stelle ich euch die Insta360 One X vor. Wohl zurzeit die bekannteste 360 Grad Action-Kamera. Kommt in dieser rechteckigen schwarzen Verpackung daher. Die technischen Daten schauen wir uns zum Schluss an, wie immer. Jetzt schauen wir erst einmal nach, was wir hier alles bekommen. Hier haben wir dann die Insta360 One X. Die schauen wir uns dann später nochmal an. Schauen wir erst mal nach, was wir hier alles drin haben. Fangen wir mit dem größten Karton an, würde ich sagen. Hier haben wir dieses sogenannte Pocket Sleeve mit Tragegurt dran. Kleines Täschchen für die 360 One X. Ist wahrscheinlich von sehr großem Vorteil, dass man die Linsen nicht verkratzt. Zwei Paar Aufkleber, Warranty Card und Quick Start Guide. In verschiedenen Sprachen. Und was ich gerade gesehen habe, Deutsch ist ja auch dabei. Gut, so viel dazu. Dann haben wir hier nochmal zwei kleine Schachteln mit drin. Wie man hier sieht, haben wir hier einen Akku drauf und dieses Bullet Time Tool, nenne ich es mal. Es ist so eine Schnur, wo man die Insta360 One X einfach festschrauben kann und dann kopfüber praktisch die Kamera so um sich drehen kann. Ich mache es jetzt einmal hier in Kleinformat. Das heißt, man schwingt so um sich rum und kann diesen Bullet-Time-Effekt dadurch erzeugen. Dann haben wir hier noch einen Akku. Das bedeutet schon mal, wir haben wechselbare Akkus, was sehr gut ist, weil die Kamera angeblich nur eine Laufzeit von 60 Minuten haben soll. Und ich habe aber auch schon von vielen Leuten gehört, dass die 60 Minuten nicht mal schafft. Dann haben wir hier ein Connect-to-your-Computer-Kabel. Und hier sieht man dann schon mal, dass wir hier ein Micro-USB-Kabel haben. Soweit man es scharf bringen irgendwie. Gut, hier auf der Seite haben wir ein normales USB-Kabel. Micro-USB-Kabel gewinkelt, wie gesagt. Das ist immer das, was an Zubehör dabei ist. Gibt da wohl auch andere Versionen, wo gleich das Datenkabel fürs Handy dabei ist und so weiter. Aber ich habe hier die relativ günstige Version in Anführungsstrichen für 405 Euro gekauft. Da gab es einen Gutschein auf Amazon oder einen Coupon, den konnte man mit einlösen. Dann bin ich auf 373 Euro gekommen. Leider geht der momentan nicht mehr und die Kamera liegt zurzeit aktuell wieder bei 405 Euro. Wenn ich da immer was habe, das poste bei mir auf der Facebook-Seite. Wenn ihr die abonniert und euch das anschaut, dann kriegt ihr da die aktuellen Infos dazu. Aber jetzt mal zur Insta360 One X. Wir haben hier, wie gesagt, zwei Linsen auf der Oberseite, ein Display, einen großen Knopf, einen kleinen, eine LED. Auf der anderen Seite haben wir auch eine LED und hier haben wir ein schönes Akkufach. Da kommt dieser Akku einfach rein und Deckel zu. Und da müsst ihr halt aufpassen, dass dieser Schnepper hier unten mit einrastet. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir hier diesen Micro-USB-Anschluss. Wird leider auch viel bemängelt, warum das mir kein Type-C genommen hat, aber gut. Ist halt jetzt ein Micro-USB und ich habe noch ein paar Kabeln. Ich denke mal, in 10 Jahren sieht das anders aus. Hier oben haben wir dann die Löcher für das Mikrofon, wo der Ton aufgenommen wird. Schon mal vorab, diese Kamera ist nicht wasserdicht. Also dazu braucht man auch wiederum ein externes Gehäuse, dass die Kamera wasserdicht wird. Aber gut, ich sage mal, für das, was die Kamera leistet, Preis-Leistungs-Verhältnis ist momentan das Beste, was man eigentlich zurzeit kaufen kann. Hier unten haben wir dann einen Aufkleber drauf. Da steht drauf, dass die Micro-SD-Karte in EXFAT formatiert sein muss und mindestens UHS-1 bzw. V30 sein muss. Ich habe mir hier so mal eine Karte gekauft. Ich habe mich eigentlich immer daran orientiert, dass die Karte diesen U3-Standard hat. Aber bei dieser Micro-SD-Karte habe ich hier diesmal auch darauf geachtet, dass ich U3 habe und dieses V30-Symbol.
128 MB hat knapp so 24 Euro gekostet, da kann man nicht meckern. Das verlinke ich euch auch mit in der Beschreibung. Dann wisst ihr auf jeden Fall, bei was für einer Karte, dass ihr da zuschlagen müsst. Also die Spezifikationen erfüllt es. Ich hoffe, dass mir somit ausreicht, aber das wird es dann später rausstellen. Gut, das ist der Aufkleber hier unten. Sagt das aus. Gehen wir mal hierher. Und dann sehen wir hier schon, dass hier der Micro-SD-Karten-Slot ist. Auch hier sieht man, dass der offen ist. Also sprich, hier kann jederzeit Wasser eindringen. Somit vielleicht ein bisschen aufpassen, Spritzwasser geschützt ist, wenn nicht gerade hier der Tropfen kommt und reinlandet. Dann haben wir hier ein normaler Stativgewinde, was natürlich für den Hersteller eine kleine Ursache ist, aber für den Endanwender ein riesengroßer Vorteil, weil er somit eigentlich jeden Selfie-Stick oder jedes Stativ dadurch verwenden kann. Ja, dann auf der Vorderseite ein Display. Dann schalten wir das gute Stück einmal ein. Wie wir sehen, haben wir hier die 1.18.24 HDR-Foto, hat er gesagt. Wir haben Wi-Fi und wir haben Bluetooth. Und jetzt meckert er schon, dass wir hier keine SD-Karte drin haben. Display ist ähnlich gehalten wie bei der Hero Session, sage ich einmal. Mit diesem OLED-Display. Und hier, wie gesagt, großer und kleiner Knopf. Aber zur Bedienung, denke ich mal, werde ich definitiv ein eigenes Video noch machen. Also fahren wir die Kamera mal runter. So sieht das gute Stück aus. Formfaktor ist jetzt, ich sage mal, zum Tragen richtig cool, richtig in Ordnung. Für einen Kopter, für das oder für einen Wing, für das, was ich verwenden will, ist er leider ein bisschen ungünstig. Aber ich denke mal, da werden sich sicherlich ein paar Mounts oder irgendwelche Halterungen dafür finden, und wenn nicht, muss er halt selber was zeichnen. Dann schauen wir uns mal die technischen Details an, was wir hier alles so haben. Das war der Packungsinhalt, den habe ich bereits erklärt. Wie gesagt, das gute Stück kam 5,7K, bitte aber nicht verwechseln mit dieser GoPro-Qualität, dass die Kamera jetzt besser sei, weil man muss sagen, die 5,7K ist auf das 360 Grad Bild. Und wenn man jetzt sagt, man hat ja 360 Grad Bild, das ist rundum und wird es aufklappen, ist die Auflösung wesentlich höher, beziehungsweise das Bild wesentlich größer als wie von der GoPro. Da wo ein Bild eigentlich nur 4K hat. Es ist eventuell vergleichbar mit 1044p, sage ich einmal, so um den Dreh rum, wenn man es aufklappt, aber das Teil macht im Moment in den 360-Grad-Sektor im bezahlbaren Bereich die besten Bilder. Gut, dann schauen wir mal nach, was das gute Stück alles kann. 5,7K habe ich bereits erwähnt, 18 Megapixel Fotos, Flow State Stabilization, sprich wir stabilisieren hier über einen Gyro, und das ist auch der Riesenvorteil an dem Teil, weil wenn ich nämlich die Kamera so schwenke, dann schwankt das Bild nicht die ganze Zeit und bleibt stabil. Auch muss ich erwähnen, dass die Software von dieser Insta360 wirklich sehr, sehr umfangreich, was heißt umfangreich, simpel gehalten ist, einfach zu bedienen und richtig coole Effekte damit erzielt werden können, ohne dass man hier eine große Lernkurve ansteuern muss, sage ich mal. Das ist eigentlich alles in 10 Minuten, sage ich mal, per Click and Play hat man das verstanden und kann es bedienen. Dann noch haben wir natürlich 360 Grad Capture, ist ja klar. Dann haben wir einen Cinematic Slow-Mo. Das heißt, wir können so Cinematic-Aufnahmen machen, in der Art von Timelapse oder so in der Richtung, Schnell- und Kurzabläufe. Oder wir können einfach, wenn wir mit der Auflösung ein bisschen runtergehen, bis auf 100 Frames runter und können so richtig schöne Slow-Mo-Aufnahmen machen. Wir haben ein Invisible Selfie-Stick, beziehungsweise die Funktion dazu. Das heißt, wenn wir hier unten auf der Unterseite einen Selfie-Stick anbringen und halten den da so, wird der von den zwei Kameras hier unten rausgerechnet beim Stitching. Stitching bedeutet, dass über die zwei Kameras hier die Bilder zusammengefügt werden. Dann haben wir diesen Bullet-Time-Modus, den hat er bereits schon erklärt. Aber ich denke mal, dazu werde ich einfach noch ein paar extra Videos machen. Wenn ihr das wollt, lasst mir das einfach in die Kommentare da. Es ist mit dieser Schwingung, wo man die Kamera hier festmacht und die Kamera praktisch um sich
drehen lässt und damit kann man dann einen richtig tollen Effekt erzielen, sage ich mal. Dann haben wir hier Wi-Fi und Transfer, also sprich, habe ich ja schon erwähnt, wir haben hier Wi-Fi und Bluetooth. Dann haben wir dieses Free Capture Editing Tool. Das gibt es für Android, iPhone und hier steht noch drauf, dass mit Final Cut arbeitet, aber die Software gibt es für den Mac und gibt es für Windows. Also da seid ihr wirklich auf allen Seiten abgedeckt und von daher bleiben da, sage ich mal, bis auf Linux fast keine Wünsche offen, aber ich sage mal so, Android-Handy oder iPhone-Handy hat eigentlich fast jeder, der wo sich hier so eine Kamera kauft im Normalfall und es ist fast nichts um zwischen der PC-Version oder der Mac-Version und dieser iPhone- oder Android-Version. Muss man auch zugestehen, nur die Geschwindigkeit ist ein bisschen langsamer, weil man die Leistung natürlich nicht dementsprechend hat wie vom PC, sage ich mal, oder wie vom Computer, weil der einfach mehr Rechenleistung hat. Ja, so viel dazu. Das bekommt er, dieses Paket bekommt er hier bei Amazon. Wie man hier sieht, habe ich hier die günstigere Version erwischt. Ich habe es für 370 Euro rund gekauft. War es im Sale für 404 Euro. Und da war irgendwie so eine Art Coupon irgendwie dabei. Den konnte ich anklicken. Und dadurch bin ich auf 373,50 Euro oder sowas gekommen. Aktuell ist die Kamera wieder bei 405 Euro. Es gibt auch teurere Versionen bis 460, 480 Euro. Was ich jetzt hier vermisse und was ich bei den anderen Unboxings gesehen habe, die haben noch ein Datenkabel dabei, also sprich Micro-USB auf USB-C, dass man auch die Daten von der Insta360X direkt aufs Handy per Kabel übertragen kann, was ein bisschen schneller geht als wie Wi-Fi oder Bluetooth, ist ja klar. Auch ein Lightning-Kabel dabei und so weiter. Das fehlt bei dieser Version hier oder ist eine neuere Version und wurde weggelassen aus Kostengründen. Das weiß ich nicht. Aber ich sage mal, ich habe eh dieses Kabel rumliegen. Von daher stört mich das eigentlich nicht sehr, muss ich sagen. Und doppelt brauche ich die ganzen Kabel nicht. Von daher ist das für mich definitiv in Ordnung. Nicht vergessen, Backflip liken auf Facebook. Hier die Anleitungen, Karton. Ja, was vielleicht noch interessant wäre, dass wir das gute Stück mal wiegen. Zum Abschluss noch, was das an... toll, jetzt versagt das Ding hier, oder was? Ist die Batterie leer? Ich fasse es ja nicht. Nee, die sind ausgelaufen. Okay, wiegen wird es nichts mehr. Ich schreibe es euch in die Kommentare, was das Ding wiegt. Weil du musst jetzt mal die Batterien wechseln. Ja. Und ich würde sagen, wenn euch das Unboxing gefallen hat, dann lasst mir einfach ein Like da und abonniert mich. Vielen Dank fürs Zuschauen.